sollte vielleicht mal die Sachen wegsticken. Nicht, dass sie denken, dass ich hier reinkomme, um die zu überfallen oder so. Flusswald. Doch, das ist aber dieses Städtchen, wo ich hin wollte. Yay! Wir sind in Flusswald angekommen. Komm, da ist mein Onkel. Moment, wo bist du? Da. Guten Tag. Hallo Huhn. Ich würde dich ja gerne schlagen, aber einfach nur mal, um zu gucken, was passiert. Bist du der Onkel? Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Halvar hat gesagt, ihr könntet mir helfen. Halvar? Woher kennt ihr? Halvar, nicht Halvar, genau. Er ist ein Freund, er hat versprochen, dass ihr helfen könnt. Freunden von Halvar helfe ich gerne. Danke, danke. Aber ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Woher kennt ihr ihn? Das sage ich dir nicht. Ein Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Halvar und ich sind zusammen entkommen. Was? Ein Drache in yep. Helgen? Das erklärt, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommend. Ich hatte gehofft, es sei nicht das, wofür ich es hielt. Es war ein Drache. Halvar wird es euch bestätigen. Ein Drache? Hier in Himmelsrand? Was ist nur los mit dieser Welt? Erst der Krieg, jetzt auch noch Drachen. Ein Unglück kommt selten allein, heißt es. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Klar. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Dankeschön. Im angemessenen Rahmen. Natürlich. Brot nehme ich mal mit. Ein Dietrich wäre auch nicht schlecht, weil meine... der Käse sieht aber irgendwie nicht mehr so gut aus. Granatstein, Honig mit, stellt Ausdauer wieder her, regeneriert 20 Sekunden lang. Steckt Gesundheitspunkte her. Ja, also wir nehmen mal ein bisschen was zu essen mit. Silberhalskette, ich habe keine Ahnung, ob man die verkaufen kann oder was. Tunika und so brauche ich ja auch nicht. Steck Gesundheitspunkte her, das ist... Ah, Zaubertrank ist immer gut. Eisenbarren? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Also ich nehme dann doch mal diesen ekligen Käse nochmal mit. Kann ich die anderen Sachen jetzt auch mitnehmen? Ich meine, gut, eine Tunika, was soll ich damit? Silberhalskette könnte ich mir noch umziehen, aber das bringt mir natürlich auch alles nichts. Achso, das ist nur das von ihm, okay. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Ich hoffe, ich kann mir das merken, weil ich wollte gleich nämlich einen Cut machen. was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ihr unterstützt also das Kaiserreich? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Hilfe, was war das? Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Nein. Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Mist. wer ist Elisif? Jarl Balgruuf. Nein, Elisif. Ist es ihm gelungen... Ich glaub, nein. Aber hallo. Wird er sich dem Kaiser wer nicht... ist Elisif? Ah, ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde.
Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Aber mal so nebenbei, hat er das Schwert nicht langsam durchgebrochen? Ich meine, er ist immer noch die gleiche Stelle hier am Machen, ne? Was habt ihr zu verkaufen? Die besten Waffen und Rüstungen. Gegenstände über dem Trennstrich gehören dem Händler. Okay, was für ein Trennstrich. Waffen. Eisenpfeil. Ich sehe hier keinen Trennstrich. Aber das sind offensichtlich die Sachen, die er verkauft, so wie ich das verstehe. Moment, aber ich könnte theoretisch... Ich habe doch zwei Eisenschwerter. Genau, oh. ich glaube, ich habe gerade eins verkauft. Ich wollte zwar auch eins verkaufen, aber dass das jetzt so schnell geht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, einen Langbogen verkaufen wir mal. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob wir jetzt dafür Gold bekommen haben oder nicht. Eisenpfeile haben wir erstmal ein paar. Ey, hallo? Ich habe auf Waffen gedrückt. Na toll. Was könnt ihr mir über den Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. So, jetzt also habe ich keine Lust mehr mit euch zu reden. Hadwa. Dann benutzen wir mal den... Ah, man kann mich sehen! Was habe ich denn jetzt für komische Klamotten an? Benutze den Schleifstein... Was auch immer. Hat mir von den Geschehnissen in Helgen berichtet. Kommt herein. Sigrid, er fordert zwei Eisen. Dann könnt ihr erzählen, was passiert. Ja? Kann ich... Ups. Kann ich den jetzt herstellen? Achso, mit R. Gegenstand verbessern? Ich denke. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein... Wieso kann ich mich selbst nicht sehen? Das ist so blöd. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Jetzt sehe ich mich so ein bisschen, na toll. Ich hätte vielleicht doch das Eisen nehmen sollen eben. Na toll. Okay, ja, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich da jetzt machen kann oder nicht machen kann. Ich bin hier gerade etwas überfordert. Was ein bisschen blöd ist, ist halt, wie gesagt, die Kameraperspektive. Das ist super nervig, diese scheiß Ego-Perspektive. Ich weiß nicht, warum ich mir einen Charakter mache, wenn ich den dann am Ende sowieso nicht sehen kann. Ja, normalerweise gucke ich immer... das Publikum sozusagen nochmal an, wenn ich mich verabschiede, was ich jetzt leider nicht machen kann. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich würde sagen, ich schau mal, dass ich eventuell eine schöne Aussicht für euch finde, die ich hier gerade nicht finde. Obwohl das Wasser ist eigentlich eine ganz schöne Aussicht. Allerdings rutschen wir hier gerade wieder runter. Wir haben wohl doch keine schöne Aussicht. Müssen wir uns einfach hier hinstellen. So. Mit dieser Szene verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange das Video jetzt geworden ist, aber ich glaube, ich werde es splitten. Und ja, ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben, ob ihr möchtet, dass ich dieses Spiel mal weiterspiele. Oder ob ihr sagt, naja, habe ich so gar kein Interesse dran, gar keinen Bedarf dran. Ich soll lieber was anderes machen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Also Elder Scrolls Online hat mich direkt von Anfang an gefangen. Hier ist das so ein bisschen, ja, Steuerung ist okay. Die Optik finde ich schon ganz nett. Ist natürlich jetzt nichts Aktuelles, das ist klar.
Ist nicht vergleichbar mit Tomb Raider oder Red Dead Redemption oder so. Aber es ist nicht so schlecht wie auf der PlayStation. Also dadurch, dass es die Special Edition ist, ist ja noch einiges an Verbesserungen mit drauf. Und ich muss sagen, es ist okay. Also die Menschen sehen auch nicht mehr ganz so schrabbelig aus, wie sie ohne die Special Edition aussehen. Von daher ist das schon in Ordnung. Menschen, genau. Ich sollte vielleicht in die Richtung gucken, weil da ist so ein bisschen Bewegung zumindest drin. Wir haben auf jeden Fall dieses kleine Dörfchen hier schon mal gefunden. Wir haben festgestellt, dass wir sogar Taschendiebstahl machen können. Ich wollte es jetzt nicht gerade bei dem Typen ausprobieren, mit dem ich jetzt extra hier hingelaufen bin. Und ich denke mal, dass ich das genauso wie beim Online-Spiel auch dann, ja, wahrscheinlich verpatzen werde. Also das habe ich beim Online-Spiel nicht, aber dass man dann in Verruf geraten wird. Vielleicht muss man die Fertigkeiten lernen. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin hier so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich nämlich genau hier an dem Punkt ungefähr bei der PlayStation auch aufgehört habe. Ich hatte noch so einen komischen Tempel oder sowas, wo ich alle zerlegt hatte und dann kam ich nicht mehr weiter. Und ja, ich werde mal schauen, noch so ein bisschen mit den Tasten rumspielen, ob ich noch irgendwelche Einstellungen finden kann. Wer sich fragt, das Ganze ist in hoch eingestellt. Also ich glaube, es gibt wohl noch eine höhere Einstellung, aber ich dachte, hoch reicht fürs Erste. Und ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Lust darauf habt, noch mehr von Skyrim zu sehen. Und dann werde ich mal schauen. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert, weil ich mit meinem Hauptchannel im Moment noch sehr beschäftigt bin, auch mit Gameplayerin Family. Da habe ich im Moment auch sehr viel zu tun und zu spielen und so weiter. Aber ich werde auf jeden Fall natürlich euren Wünschen nachgehen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann werde ich mich auf jeden Fall auch regelmäßig ransetzen und hier mehr von aufnehmen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.